Nie war die Politik weiter von dem entfernt, was die Wähler wirklich wollen. Das, was die Bevölkerung, der hart arbeitende Angestellte und Arbeiter tatsächlich möchte, was seine Interessen sind, wird von der Politik mehr und mehr mit Füßen getreten. Und jetzt bekommen sie die Quittung. Und nun schreien die Medien auf und sagen, ja, das geht doch gar nicht. Schockumfrage. Die Bild-Zeitung hat nämlich in ihrer sonntäglichen Umfrage, die von der INSA veranstaltet wird, Folgendes herausgefunden, dass die AfD nämlich im Moment ganz weit vorne liegt. Sie titelt die Bild Schockergebnis beim Sonntagstrend. Was kommt raus? Ja, die AfD ist jetzt bei 17%. 17% plus 1% auf 5 Jahreshoch, dann die FDP mit 8%, die CDU/CSU 28% und dann kommen sie, die Grünen, nur noch 14%, nur noch 14%. Und von dieser grünen Sekte lassen wir uns vorschreiben, wie wir demnächst heizen werden, wie wir fahren werden, wie wir unsere Gebäude sanieren und dergleichen mehr. Das alles kostet natürlich, kostet wahnsinnig viel Geld. Und die SPD 21%, die Linke 5%, sonstige 7%. Wenn wir jetzt mal das konservative Lager nehmen, ja, das konservative Lager, und da zählt ja nur mal die AfD mit dazu, 17%, 8%, 28% bei der CDU, dann kämen wir ja da schon auf 53%. Wenn wir die sonstigen aber noch hinzuzählen würden, dann wird das Bild noch größer, wird das konservative Lager noch größer. Denn von den 7% sonstige, würde ich mal sagen, sind 4 bis 5 auch, ja, sagen wir mal, 4% auch konservativ. Sodass wir dann schon, wenn wir das konservative Lager zusammenrechnen, bei 57% sind. 57%, die sich eindeutig dagegen aussprechen von dem, was hier in der Politik gemacht wird. Und das ist schon der Hammer. Aber anstatt dass die sogenannten Altparteien, also FDP, CDU, SPD und so weiter, sich mehr um die Belange des Bürgers wirklich kümmern, machen sie weiter so wie bisher. Und das führt natürlich in Richtung Verarmung, Planwirtschaft, Verbote, Heizungsverbote, you name it, was da noch alles kommt. Im Prinzip sind wir ja schon in einer Form von Planwirtschaft, weil nur noch das gefördert, was dem Klimagott zugute kommt, Windmühlen und eine Industrie, die sich mit den sogenannten erneuerbaren Energien auseinandersetzt, die ja im Moment überhaupt nicht funktionieren, wissen wir alle. Aber sei es drum. Tatsächlich ist es so, dass die AfD natürlich davon profitiert. Und das Tragische an der Geschichte ist, dass eben die Altparteien sich nicht um einen Millimeter ändern. Sie machen so weiter wie bisher und diskreditieren die Opposition. Das ist meines Erachtens lupenreine Demokratie. Und tatsächlich ist es so, dass ja der Herr Wanderwitz, der ehemalige Ostbeauftragte, die AfD sogar verbieten will, hat er jedenfalls gesagt und wurde im Allgemeinen auch applaudiert. Kennen wir, denn die Medien sind ja irgendwie linksgrün. Und wenn es nicht passt, dann wird es eben verboten. So machen wir das. Nicht nur bei den Heizungen. Und nicht nur bei den Autos, sondern auch bei den Parteien. Einfach dürfte das gleichwohl nicht sein. Ich zeige euch jetzt mal, was die AfD in den neuen Bundesländern nämlich macht. Und das ist für die Altparteien wirklich shocking. Da haben wir hier die letzten Ergebnisse zusammengetragen. Da sehen wir also, dass der Osten natürlich tiefblau ist, zum Teil sogar Mehrheiten hat, also stärker ist als CDU oder SPD, stärkste Partei ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es für Mecklenburg-Vorpommern zutrifft. Haben sie 25%, Sachsen-Anhalt 26%, Sachsen 26%, Thüringen 28%. Da sind sie, glaube ich, die stärkste Partei. Also ich meine, das könnte doch auch ein Alarmzeichen sein für die Parteien, sich ein wenig zu ändern und auf das zuzugehen, wozu sie da sind, nämlich auf ihre Wähler und die Ängste und Fragen, die diese Wähler haben, auf diese einzugehen und sie ja zu lösen, Probleme zu lösen. Das tun sie aber nicht. Stattdessen heißt es nur, wir machen so weiter wie bisher.
Und wenn irgendjemand kommt und das kritisiert, dann ist er ein ganz böser Rechter oder ist AfD und gehört am besten verboten. Also so geht es nicht. Unterdessen versinkt Habeck mit seinem Ministerium immer weiter im grünen Sumpf. Praktisch im Stundentakt kommen neue Enthüllungen zutage, wie er irgendwelche Günstlinge mit Millionenaufträgen versorgt hat. Und das wird wahrscheinlich meines Erachtens letzten Endes auch zum Sturz von Habeck führen. Ich bin ganz sicher, dass hier noch einige andere Leichen im Keller sind, die jetzt nach und nach alle sichtbar werden. Und dann sehen wir das System Habeck und das System Wirtschaftsministerium nichts anderes als Vetternwirtschaft zum Nachteil Deutschlands und zum Nachteil der deutschen Bevölkerung. Das Einzige, was sie tun können, ist schikanieren, drangsalieren, abkassieren. Das ist es, was sie nämlich eigentlich wollen. Sie wollen Deutschland verarmen, koste es, was es wolle. Wahrscheinlich wollen sie Deutschland auch zerstören. Es ist ja schon so, dass immer mehr Unternehmen abwandern und auch immer mehr Leistungsträger, immer mehr Steuerzahler keine Lust mehr haben auf das Land. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denen rufe ich zu, bleibt doch lieber hier und lasst uns etwas verändern. Aber nochmal zurück zur AfD. Ich meine, wenn die AfD stärker ist, dann müsste das doch eigentlich ein Alarmsignal für alle anderen sein. Ist es aber nicht. Stattdessen macht man jetzt hier Bashing, will man es verbieten, will man es aus dem Weg räumen. Also ich mache mir wirklich Sorgen um die Demokratie in Zukunft in Deutschland. Vor allen Dingen eben auch das Problem, dass diese links-grüne Vetternwirtschaft ja von den Medien ganz extrem befürwortet wird und begleitet wird, applaudiert wird, orchestriert wird. Da sieht man ja nun gar nichts Negatives. Also wenn es jetzt um das neue Heizungsgesetz geht, okay, da wurden heute ein paar Stimmen laut, dass man es vielleicht verschieben muss. Aber ich lasse mir doch von der Regierung nicht vorschreiben, wie ich heize. Gas, Öl oder Kohle oder sonst was. Ich meine, das gehört doch zu den grundgesetzlich garantierten Freiheiten. Da lasse ich mir doch nicht unter dem Deckmantel des Klimas vorschreiben, welchen Ofen ich da benutze oder ob ich gezwungen werde, eine Niefquelle zu installieren, also diese sogenannte Wärmepumpe, die im Winter wahnsinnig viel Strom braucht, wo ich keine Fenster aufmachen darf und so weiter. Und die am Ende auch gar nicht funktioniert, wie die Deppen jetzt festgestellt haben, weil nämlich die Leitungen zu schwach sind und weil zu wenig Strom da ist. Das Problem Strom wird uns sowieso noch in der nächsten Zeit bewegen. Dass der Strom zu wenig ist, dürfte auch mittlerweile jedem Laien klar werden. Nächstes Jahr werden ja nur noch einige Kohlekraftwerke abgeschaltet und dann stehen wir am Ende ganz nackt da. Aber Hauptsache, wir gendern und sind politisch korrekt und geben keine Widerworte von uns, denn dann sind wir rechts. Apropos Gendern habe ich heute im Spiegel gefunden. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nämlich um Kreditinstitute und Anleger. Und da schreibt der Spiegel doch tatsächlich so. So wollen Kreditinstitute aus SparerInnen AnlegerInnen machen. Aus Sparerinnen, Anlegerinnen, ja Wahnsinn. Hast du toll gemacht, Spiegel, Chefredaktion, großes Applaus. Das ist wirklich gendergerecht. Das ist Kampf für die Frauen. Wir wussten ja vorher gar nicht, dass unter den Sparern auch weibliche Gestalten sind und dass unter den Anlegern auch Frauen sind. Das wussten wir gar nicht, wenn wir diese Worte benutzt haben, aber jetzt wissen wir es. SparerInnen, AnlegerInnen, vielleicht noch, ich meine, Kreditinstitute, da könnte man doch auch KreditinstitutInnen machen. Das Kreditinstitut hört sich doch auch schon etwas merkwürdig an, etwas männlich an. Das muss man auch noch unbedingt verändern. Also, ich meine, das sind die Probleme, mit denen sich die Medien abgeben und die sie thematisieren. Hauptsache, Gender Gaga in Deutschland funktioniert. Ansonsten geht bald das Licht aus. Und wenn eine Partei kommt, die Finger in die Wunde hält, die eigentlich tatsächlich Oppositionsarbeit macht, wie viele Skandale sind durch die AfD allein, muss man ja wirklich mal zugeben, ob man sie nun mag oder nicht, allein ans Tageslicht gekommen, während die linksgrünen Medien und die anderen Parteien das immer wieder unter den Teppich kehren wollten. Und auch die ganze Geschichte um den Greichen ist ja und den Habeck ist ja letzten Endes auch mehr oder weniger der AfD zu verdanken, die ja da kräftig nachgebohrt hat.
Allerdings muss man natürlich auch dem Kollegen Reichelt sagen, er war der Erste, der hier wirklich darauf aufmerksam gemacht hat und war schon interessant. Also Reichelt kam, glaube ich, im Oktober mit der gleichen Story und da hat man also in den Medien ihn erstmal ignoriert und so weiter, ist ja klar. Medien wollen natürlich nicht die Politik in irgendeiner Weise kritisieren, also erst recht nicht linksgrün. Und dann konnten sie aber nicht mehr, also ich sage euch, Habeck wird irgendwann gehen, die Tage sind gezählt, da sind noch so viele Sachen und Leichen im Keller, noch so viele Skandale. Das scheint mir eine einzige versumpfte Vetternwirtschaft zu sein. Und die Frage ist, wer dann kommt. Besser wird dann wahrscheinlich nichts, weil die Grünen haben ja nun mal das Wirtschaftsministerium. Bin mal gespannt, ob sie da einen anderen Inkompetenten einsetzen. Also schlimmer als Habeck kann man es ja eigentlich gar nicht machen. So viel von mir heute am Sonntagnachmittag. Folgt uns auf Telegram, MN News offiziell, dort immer aktuell informiert zu Themen aus Wirtschaft und Politik. Dort erfahrt ihr es zuerst. Der Link ist gleich hier drunter.